gefunden. Auweia, die sind wohl beim Ostereiersuchen vergessen worden. Riecht noch ganz gut. Ja klar, Emma. Du kannst doch gar nicht riechen, du Dussel. Tja, ich schätze, kommt drauf an, ob die roh oder hart gekocht sind. Kannst du das irgendwie rauskriegen? Naja, wir könnten es aufschlagen, aber das wäre natürlich viel zu einfach. Hausfrauen und Männer wissen, wie es geht. Einfach drehen. Aber dazu brauchen wir ein Vergleichsei, von dem wir ganz sicher wissen, dass es hart gekocht ist. Ne? Das bunte hier zum Beispiel. Schau, Emma. Das bunte Ei dreht sich super schön und sehr schnell, wie so ein Kreisel. Im Innern ist ja auch alles hart gekocht und deswegen schön kompakt. Und das andere Ei, das ist viel, viel langsamer. Das ist offenbar das rohe Ei. Also im Innern musst du dir vorstellen, ist alles flüssig und schwappelt so komplett durcheinander. Guck mal, es braucht auch viel länger wieder anzuhalten, weil wir eigentlich nur die Schale angehalten haben. Und die Flüssigkeit drinnen, die dreht sich trotzdem noch eine Weile weiter. Tja, jetzt wissen wir wohl Bescheid, ne? Dann machen wir jetzt ein cooles Eierinnen. Das gibt eine schöne Sauerei. Ich bin dabei. Und setze auf das bunte Ei. Und ihr? Was? Verstehe ich nicht. Das harte Ei war doch vorhin viel schneller. Das stimmt. Aber beim bunten Ei müssen wir gleich die ganze kompakte und starre Eimasse in Bewegung setzen. Beim rohen Ei dagegen schubsen wir, grob gesagt, nur die leichte Schale an. Und die Flüssigkeit drinnen setzt sich erst viel später in Bewegung. Ja, und was Leichtes lässt sich halt einfach schneller in Bewegung setzen. Schmeckt ja lecker. Wenn das so einfach geht, ein rohes Ei kaputt zu machen, schaffe ich das auch. Doch nicht so einfach, ne? Aber das Ei muss schließlich auch die Henne beim Brüten aushalten. Und trotzdem muss die Schale so super dünn sein, dass das Küken sich noch rauspicken kann, ne? Und wenn man die ganz stark vergrößert anschaut, sehen wir viele kleine, dicht gepackte Säulen direkt nebeneinander liegen. Eine Säule allein kann ich leicht kaputt machen. Liegen aber ganz viele nebeneinander, hält das Ganze viel mehr Druck aus und die Eierschale ist deswegen so steinhart. Ideal ist aber auch die gebogene Schalenform. Sie verteilt auftretenden Druck durch die Rundung auf das gesamte Ei. Wäre die Schale jetzt gerade, würde der Druck nur auf einen Punkt gehen. Und die Schale würde sich schnell biegen und dann auch irgendwann zerbrechen. So aber nicht. Viele Gebäude, wie zum Beispiel Kuppeln oder Kirchen oder Paläste, sind der Form nach einer Eierschalenhälfte nachempfunden. Halten die mich auch aus? Ich mach jetzt mal auf Ruhen. Da! Halt, stopp! Oh Mann! Alles halten die nicht aus, vor allem nicht deinen spitzigen Hintern. Hey, hier im Tiergarten gibt's doch voll die Riesenvögel. Wie machen die das denn? Also Emma, wir sind jetzt hier bei den Straußen angekommen. Die Straußen, das sind die größten Vögel der Welt. Und als größte Vögel legen sie auch die größten Eier. Die Eier sehen etwa so aus, können sogar noch ein Stückchen größer werden und fast 1,5 Kilo schwer sein. Das ist so groß und so schwer, da wird man lange satt, wenn man dann ein Rührei draus macht. Und auf der Eierschale kann man sogar stehen. Und wenn du magst, kannst du das mal ausprobieren. Tada! Echt krass. Würdest du dich auch aushalten? Ja, das würde mich auch aushalten. Der Kalk in Vogeleiern ist nämlich in kleinen Keilen angeordnet, wie so kleine Säulen. Und wenn man von oben drauf drückt, wird der Druck gleichmäßig über die ganze Eierschale verteilt. Und bei Straußeneiern ist das so effektiv, da kann ich mich draufstellen, das kann über 100 Kilogramm aushalten. Ausprobieren. Hehe.
krasses Ei, so groß. Mhm. Das ist das größte Ei. Das ist das größte Vogelei, genau. Hast du auch das kleinste Ei? Das kleinste Ei habe ich leider nicht. Ich habe aber einen der kleinsten Vögel, das sind nämlich Kolibris. Natürlich nicht als Lebenden, die haben wir in der Sammlung. Und hier habe ich mal das Nest von so einem Kolibri daneben. Da würde das Ei bzw. die Eier sogar drin liegen. Und die sind ein Stückchen kleiner als ein Tic-Tac. Genau. Der Vogel vor uns, das ist ein Mandschurenkranich. Und so sieht sein Ei aus. Mandschurenkraniche, wie alle Kraniche, brüten auf dem Boden. Das heißt, die bauen ihr Nest nicht im Baum, sondern wirklich auf dem Boden. Und die legen dort einfach ihr Ei drauf. Sollte der Kranich mal aufstehen, um kurz was zu essen zu suchen, dann kann es auch sein, dass das Ei mal unbewacht ist. Und in der Zeit soll es ja nicht gesehen werden von Feinden. Deswegen hat es diese Zeichnung, das ist eine Tarnung, dass das Ei nicht auffällt. So, Emma, jetzt sind wir bei den Pinguinen, genauer gesagt bei den Humboldt-Pinguinen. Und auch die gehören zu den Vögeln und deswegen legen die Eier. Und ein Pinguinei sieht so aus. Diese Pinguineier, die sehen von der Form her ein bisschen anders aus als ein Hühnerei. Wenn du mal schaust, die sind viel spitzer hier vorne. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Pinguine legen nämlich ihre Eier nicht richtig in so ein Nest, auf einen Baum oder irgendwo, sondern die legen ihre Eier auf den Boden ab. Und wenn man die anstupst, wollen die nicht, dass die wegrollen. Deswegen haben die diese spezielle Spitze. Dann rollen die nämlich immer um diese Spitze drumherum, rollen also immer im Kreis und rollen nicht weg. Können wir uns das anschauen? Aber natürlich können wir uns das anschauen. Deswegen habe ich auch das Hühnerei dabei. Sehr gut. Können wir es vergleichen. Okay. Okay, fertig? Ja, und los. Okay. Wow, das ist ja ganz schön beeindruckend. Emma, das hier ist ein Eulenei. Eulen legen ihre Eier in Höhlen ab. Und deswegen dürfen die nicht so oval sein wie die meisten anderen Vogeleier, sondern die müssen rund sein, damit die Eule das Ei gleichmäßig drehen kann, damit es von allen Seiten gleichmäßig bebrüten kann, warm halten kann, damit da drin ein kleines Küken sich entwickeln kann. Die Eier sind auch ganz weiß, weil in der Höhle ist es dunkel, da sieht man auch nichts, da braucht man sie also auch nicht tarnen. Deswegen haben Eulen also ein rundes und weißes Ei. Echt krass. Dieses etwas seltsam gefärbte Ei, das gehört zum Emu. Der Emu ist wie der Strauß ein Laufvogel. Aber da gibt es eine Besonderheit. Bei denen brüten nämlich nicht die Weibchen, sondern die Männer. Die Emu-Hähne brüten also. Da das Weibchen aber die Eier legt, muss sie dem Emu-Mann ja sagen, wo er die Eier finden kann. Und deswegen haben die diese spezielle Farbe. Das ist eine Lockfarbe. Die erste Aufgabe, die der Emu-Mann hat, ist erstmal die ganzen Eier einzusammeln. Der muss also rumlaufen und gucken, was hat diese Farbe. Und die rollt er dann zusammen. Und wenn er dann alle Eier gefunden hat, dann setzt er sich drauf und fängt an zu brüten. Wenn die Küken rausschlüpfen, ist der Emu-Mann der Einzige, der sich um die Küken kümmert. Also nicht die Mutter zieht die Jungen auf, sondern der Vater. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit ja schon Vogeleier angeschaut, wie hier dieses zum Beispiel. Aber was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, dass auch andere Tiere noch Eier legen. Und ich habe dir mal ein solches Ei mitgebracht. Schau mal. Und vielleicht errätst du selber, von welchem Tier dieses Ei sein könnte. Ein Reptil? Ein Reptil ist schon mal gar nicht schlecht. Aber vielleicht fällt es dir genauer noch ein. Ein sehr großes Reptil. Ein sehr großes Reptil. Krokodil vielleicht. Das ist ein Krokodilei, genau. Krokodile legen genauso wie Vögel auch ihre Eier ab. Die haben auch so eine feste Kalkschale und die Krokodileier sind immer so ein bisschen oval. Bei anderen Reptilien, also bei Schlangen, Echsen und Schildkröten, da sind die Eier rund und auch nicht ganz so fest, dass der Kalk nicht in diesen Säulen angeordnet, sondern in so Plättchen. Und dadurch sind die ein bisschen instabiler, fassen sich nicht so fest an, sondern fassen sich eher an wie so festes Pergament. Oh, das ist ja toll. Ja, krass, was man alles für unterschiedliche Eier im Tiergarten so finden kann. Und nicht nur von Vögeln.